Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Hier auf Fusumir Kadara und ich, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, kalt. Fast. Ich meine, wir hätten hier sogar mehr als einen Auftrag inzwischen. Also Punkt A, wir haben hier ein Ausrufezeichen direkt vor der Nase. Und Punkt B, wir haben Mineralien scannen. Den Cat-Transponder in den Badlands finden, Erinnerungsauslöser, bessere Zubereitung. Also hier sind auch wieder einige Sachen, die wir haben. Und ich meine, hier müsste eigentlich auch irgendwo, ja, scheinbar ist hier nicht. Ich dachte, hier wäre auch die Quest von Drag, aber es kann auch sein, dass die drin sogar ist und ich sie drin schon übersehen habe. Naja, fahren wir erstmal los. Schmeißen den Bergbaucomputer direkt mal mit an. Was ist das denn hier? Ach, hier war das Fragezeichen, ne? Sind wir weit gekommen, wa? Sind wir echt weit gekommen, aber wir müssen uns hier natürlich auch direkt umgucken. Wenn es hier sowas schon gibt. Ach, guck mal. Genießen Sie die Aussicht? Sie ist wirklich spektakulär. Diese Schwefelgruben sind Abladeplätze für Leichen. Die Leute verstecken hier draußen alle möglichen Beweise. Ja. Was soll's? Haben Sie einen Nutzen für das Land gefunden? Mein Name ist Cenaris. Eines Tages wird es eine Abrechnung für all diese Morde geben. Ich versuche, Beweise zu sammeln und die Opfer zu ermitteln. Das ist doch nur verdammter Kreuzrittermist. Ich würde lieber sammeln, was die Leichen bei sich haben und etwas Geld verdienen. Das ist Drexel, ein Blutsauger. Ich würde ihn am liebsten erschießen, aber das würde komplett gegen die Ethik meiner Arbeit verstoßen. Diese Gruben gibt es überall. Falls Sie irgendwelche Leichen finden, sagen Sie mir Bescheid. Die zukünftige Gerechtigkeit wird es Ihnen danken. Okay, oder okay. Sagen Sie mir Bescheid, dann danke ich Ihnen sofort. Ja, 5 Leichen scannen und was ist denn das da unten? Auch direkt was gefunden, sage ich schon. Gefangen. Also Fakt ist auf jeden Fall, man sollte da wohl eher nicht rein in diese Gruben. Weil das sieht ja doch irgendwie, naja, etwas gefährlich aus, da reinzugehen, wa? Also, erstmal weiter. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja, gleich, aber darf ich nochmal kurz... War hier was zum Scannen? Ich hatte hier doch gerade so ein... Ich dachte, ich hätte gerade was bekommen, aber dann galt das wohl. Dann galt das wohl dem hier. Ach, hier hat es direkt mehrere Leichen. Okay. Oh, und hier hat es auch tatsächlich schon so ein Ding. Ja, wir müssen dann nochmal zurück. Ich habe gerade spontan umgeplant, ihr kennt das ja von mir. Aber ich will ja auch einigermaßen sinnvoll über diesen Planeten fahren. Und nicht 20 Mal dran vorbei. Kann es schon sein. Wow. Holy. Das hat geringfügig und sehr schnell wehgetan, da zu nah dran zu kommen. Ja, wo ist er denn? Ich sehe hier halt auch nichts, ne?
Will jetzt aber irgendwie auch wieder nicht mehr zu nah dran. Ja, irgendwie. Ah, da. Diese Leiche wurde hier entsorgt, wie Senaris gesagt hat. Ich habe Position und relevante DNA-Informationen für künftige Untersuchungen gespeichert. Das ging ja schnell. Wir haben dann da vorne noch eine und dann da hoch. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Scheinbar darf ich da ja auch nicht so richtig mit dem Nomad durchfahren. Das ist dann auch etwas Neues hier, ne? Weil bisher war es ja immer so mit dem Nomad. Pathfinder. So, what, konnte man da schon durchfahren? Dieses Mal wohl nicht nicht da reinrutschen. 133 Meter in die Richtung, what? Okay. Muss ich da echt? Lass mal gucken. Ach, Scheiße. Jawoll. Es ist keine gute Idee, damit in Kontakt zu kommen. Ja, vor allem wie schnell? Das ist ja brutal, weißt du, da bin ich reingerutscht, weil ich hüpfen wollte. Hüpfen hat nicht geklappt und bis ich wieder draußen war, war ich schon tot. Also, ja. Habe ich die erste wenigstens gescannt? Ich glaube schon. Dann ist halt echt die Frage, wie ich da hinkomme. Cool. Ja, wahrscheinlich von der Seite aus dann zurückhüpfen, ne? Scheiße. Okay, es ist keine gute Idee, damit in Kontakt zu kommen. Uran. Ja. Wenn nicht hier, wo dann, ne? Das Wasser ist hochgiftig, Pathfinder. Wir sollten uns hier nicht länger als noch ein Mordopfer. Ich habe die relevanten Informationen erfasst. Oh Junge, geh mir aus dem Weg. So. Das Wasser ist hochgiftig, Pathfinder. Wir sollten uns hier nicht länger als nötig aufhalten. Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Ich werde versuchen, mich daran zu halten. Hoppala. Verdammt, tut das weh. Ist schon ein bisschen brutal, ne? Aber jetzt, okay, jetzt haben wir die zwei, die hier in unmittelbarer Umgebung sind. Also werden wir jetzt hier mal schauen, wie wir zu dem Ding kommen. Und sie haben einfach mal labern lassen, ne? Da oben, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? So. Hab hingefunden. Okay, da kommt mal nicht hoch. Also gehen wir mal außen rum, mal gucken. Noch sehe ich keine roten Punkte auf der Karte, was mich schon mal fast begeistert, dass hier nichts ist. Hat auf jeden Fall hier wieder einige an, wie heißt, Glyphen zu scannen. Minimum 3 würde ich mal sagen, jawohl. Da steht's ja auch. Eine da. Eine ist hier unten direkt, die kann ich ja schon mal mitnehmen. Und eine da oben. Wahrscheinlich ist die hier einfacher zu erreichen. So, die Hammer. Und dann könnte ich wahrscheinlich von da darüber hüpfen auch. Also gehen wir da mal hoch.
Heppa. Nicht runterfallen. Ich bin mir jetzt halt gerade, die sieht sehr schräg aus, nicht sicher, ob ich da wirklich hochkomme. Die anderen sehen aber auch sehr weit weg aus. Ja, da komme ich nämlich nicht hoch. Die muss irgendwo da oben sein. Wie komme ich denn da hin? Ja, knapp daneben. Könnte klappen, weiß ich aber nicht sicher. Oh, das nehmen wir auch mal mit hier. Wenn wir sowas schon finden, wird es hier gerade dunkel. Ah, hier kommen wir hoch, denke ich mal. So. Heppa. Damit müssten die Glyphen vollständig sein, Pathfinder. Hui. So. Dann lassen wir uns mal überraschen, wie die Interface hier funktionieren. Und aktivieren das mal. Also wir haben hier wieder so ein Rätsel, aber es gibt ja auch einen Erfolg für in einem Durchlauf 20 Stück knacken. Das ist so mit ein Grund, warum ich diese Dekryptschlüssel noch nicht einsetzen will. Das ist dann wohl der, ne? Hier fehlt das Y. Da fehlt der erste. Hier fehlt auch wieder der. Welcher fehlt hier? Da wieder. Ja, der erste, genau. So, und jetzt wird es ein bisschen more tricky. Weil hier fehlt halt das Y. Ne, hier fehlt der hier und hier das Y, wegen dem hier unten. Dann haben wir hier vielleicht noch den ersten, der fehlt. Genau, und hier das Y. Gar nicht so schwer, wa? Langsam habe ich den Bogen raus. So, aktivieren wir den Mist mal wieder. Genau, bleiben noch zwei. Aber der erste war halt schon mal wieder so nah, dass ich mir gedacht habe, komm, den nehmen wir direkt mit. Was haben wir hier oben? Mineralien scannen, Dienste der Wissenschaft, ist jetzt aber sehr weit, da sind noch 5 Leichen scannen. Ja, wahrscheinlich fahre ich wirklich mal auf die Richtung zu und dann halt so in die Richtung hier hinten weiter. Ach, guck mal, da hinten habe ich auch schon eine Höhle jetzt. Und ein Gebäude. Und Mineralien, und was ist das da oben? Habe ich das schon gesehen? Erinnerung, Mineralien. Also wir haben auf jeden Fall einen ganzen Schwung und Kram, den wir hier auf Kodora machen können. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. So, nehmen wir erstmal den mit, bevor wir wieder... Ups, ich will da runter! Alpha Boxen hier. So, weiterfahren. Und einmal Alu, oder was das genau ist, nehmen wir mit. Und brumm, brumm, brumm. Upa, falsche Taste. Da hinten ist wohl die nächste Leiche, also fahren wir auch mal in die Richtung hin. So, nochmal ein Stück zurück. Hier bitte. Und dann schauen wir mal hier, wo hier wieder die Leiche entsorgt wird.
Steht die da gut, Jungs? Da ist sie, die Leiche. Ja. Noch ein Mordopfer. Ich habe die relevanten Informationen erfasst. Wunderbar. Sam ist so gut zu uns, wa? So, nächster Punkt ist dann, würde ich sagen, ja, fahren wir tatsächlich mal hier Richtung Badlands. Richtig schön rein. Lebensfähigkeit 2% auf diesem wunderschönen Planeten. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ups. Oh. Hab wohl ein bisschen zu früh Gas gegeben, wa? Ich wette, ich könnte das trinken. Nein, Drake, nein. Da komme ich wohl echt nicht hoch. Ich wette, ich könnte das trinken. Das ist Krogan, weißt du, sowas ist Krogana. Die Exilanten hätten aufgeben und sterben können. Aber sehen Sie nur, was sie gebaut haben, sogar hier draußen. Ja. Dieses Konstrukt wurde sowohl von den Verbanden als auch von dem Kollektiv als gestohlen gemeldet. Sie sollten mit Feindseligkeit... Alle erwischt! Ach, da. Wir haben Ziele! Ja, es war ein Kopfschuss, aber er hat noch nicht ausgereicht. Das finde ich halt schade. Warum reicht denn das nicht? Was haben die für eine Panzerung an, die Jungs? So, komm hoch. Der hat aber echt eine gute Panzerung. Hat der nicht schon so einen Treffer abgekriegt? Ein Kollektivangreifer ist das hier also. Na, das hier die letzten. Ich glaube, das waren die letzten. Dann füllen wir hier mal so ein bisschen Munition auf. Das kann man hier scannen. Ein paar Sachen kann man hier schon mal scannen. Für ein bestimmtes Lager gedacht sind. Sam, ich könnte die Quelle der Übertragungen möglicherweise ermitteln. Allerdings brauche ich dafür weitere Informationen. Wie sind die da hochgekommen? Ach, von da hochgekommen, okay. Ich will da jetzt aber hoch. Das ist nämlich solche nicht einfach erreichbaren Stellen, da hat es doch normal immer tolle Sachen. Ja, Außer hier. Super. Ganz toll. Und dafür bin ich dahin. Für nisch und wieder nisch. So eine Scheiße. Ach. So, machen wir den wieder an, dass er leiser ist, und dann fahren wir mal hier weiter. Jetzt ist er hier schließlich geräumt.
Ganz schön schlammig hier. Fahren wir erstmal die Straße entlang. Da ist schon wieder so ein Ding. Na, sieh mal einer ab. Daher kriegt Kidera Port bestimmt seine Energie. Noch sehe ich aber nichts. Gute Arbeit. Was mich angreifen will. Also fahre ich erstmal weiter. Ah ja, ich bin ja vorhin eine Stufe aufgestiegen, richtig. Ich habe schon wieder vergessen. Miau. Hier draußen würde man mich wahrscheinlich ein Lager mit Gesetzlosen. Wir sollten uns vorstellen. War zu schnell durch, Entschuldigung. Drake. Schwefelquellen. Ah, da kam ich echt zu schnell durch, weißt du? Er sagte, hey, Lager mit Gesetzlosen, nicht ein Junge vorbei. Alles auf diesem Planeten ist so spitz. Okay, da wäre dann auch der nächste von der Sorte. Ist der da in der Nähe? Oh, da wäre ein Ausrufezeichen gewesen. Ja, da habe ich nie aufgepasst. Und hier ist auch was. Ja, Da muss ich dann wohl nochmal hin. Ja, das ist aber schon noch ein Stück. Aber ich fahre auf jeden Fall in die richtige Richtung. Oh, da lädt noch Textur nach. Auf den ersten Blick Pathfinder verlassen. Wayne Tariffs Aussage zufolge ist der Cat-Transponder hier in der Nähe vergraben. Auf den ersten Blick ist hier nichts, aber dann nehmen wir den doch mal mit. Ich habe ihn gefunden. Immerhin. Ist eindeutig defekt. Die Energiequelle des Transponders ist erschöpft. Und wenn das das Einzige ist. Wieder auf. Sobald er aktiv ist, kann Gil seine Magie wirken. Anschließend sollten wir die Position des Archons ermitteln können. Und danach auch die Meridians. Damit sind wir unserem Ziel, uns in Helios ein Zuhause aufzubauen, einen großen Schritt näher gekommen. Yo, man. Was mich halt noch wundert ist, dass hier... Pathfinder, wir haben soeben die Meldung erhalten, dass es in Kadera Port einen Mord gegeben hat. Ein Mord? Das sollte man sich vielleicht ansehen. Ja, ein wunderbarer Planet. Hoffentlich fliegen wir nie wieder weg. Ja, gleich, aber ich bin ja gerade hier. Und möchte mich hier auch nochmal kurz umgucken. Wenn wir hier schon sind, ne? Evakuierungsmitteilung. Aufgrund der jüngsten Berichte über die giftige Wasserversorgung in den Badlands wurden unsere Pläne für eine großflächige Besiedlung verworfen. Das Gebiet wird stattdessen abgeriegelt und in eine Strafkolonie umgewandelt. Sollten Sie sich dennoch entscheiden, dort zu bleiben, werden Sie als ständiger Bewohner dieses Territoriums betrachtet. Eine Rückkehr nach Kadera Port ist in diesem Fall ausgeschlossen. Sloane Kelly. Dann habe ich es falsch ausgesprochen. War eine Dame. Egal. Wer bist du denn? Persönliches Log Seer. Neuer Eintrag. Es sind noch mehr Minen verschwunden. Verdammte Diebe, ich lege sie gar nicht mehr aus. War sowieso nur eine blöde Vorsichtsnachahme. Wenn jemand den Mumm hat, sich direkt mit mir anzulegen, ha, dann freue ich mich auf die Herausforderung. Demnach bist du wohl Seer? Hi. Wie sind Sie an den Minen vorbeigekommen? Minen? Die verdammten Plünderer müssen Sie wieder entschärft haben. Ja, also... Sie mögen wohl keinen Besuch. Ich mag Explosionen. Und wenn zerbrechliche Dinge wie Sie durch die Luft fliegen. Das klingt zwar lustig, aber ich will Ihre Gastfreundschaft nicht überbeanspruchen. Da ist die Tür. Und immerhin, hey, wir haben auch einen dabei, oder? Aber ist ja nett, dass wir jetzt plötzlich wieder von Minen hier erfahren, ne? So nebenbei.
Ganz schlimm, echt immer. Ganz im Meer ist hier nichts rum. Dann hörst du wieder die Minen vergraben. Aha. Wen haben wir denn hier noch alles? Mellox. Auch ein bunter Haufen hier. Mein Name ist Mellox. Suchen Sie einen Unterschlupf? Wir haben ein paar freie Betten. Essen und sauberes Wasser kosten extra. Nicht viel Privatsphäre. Ne, danke. Ich sehe mich nur um. Nur zu. Aber machen Sie keinen Ärger. Wie sind Sie auf Kadera gelandet? Ich bin mit Sloan von der Nexus gekommen, konnte aber ihre Schutzgebühr nicht bezahlen. Also musste ich Kadera Port verlassen. Sie hat sie rausgeworfen? So lauten die Regeln. Wer die Gebühr nicht bezahlt, darf nicht auf dem Berg wohnen. Die ersten Monate waren hart. Kein Wasser, keine Waffen zum Jagen. Ich dachte wirklich, ich würde hier draußen sterben. Aber sie haben überlebt. Offensichtlich haben sie es geschafft. Ich bin nicht 600 Jahre lang gereist, um hier zu verhungern. Ich habe andere Exilanten gefunden. Und die Theorie, gemeinsam sind wir stark getestet. Und so entstand Charybdis Point. Läuft Ihr Geschäft hier draußen gut? Unser Etablissement mag nicht nach viel aussehen. Aber nach ein paar Nächten in den Badlands sind wir praktisch das Hotel Azur. Saubere Betten, warmes Essen und der einzige Ort weit und breit, wo es ordentlich gefiltertes Wasser gibt. Das sind auf Kadera bedeutsame Annehmlichkeiten. Das glaube ich mal auf Anhieb, ne? Ich sollte jetzt besser gehen. Man zieht sich. Allerdings, hey, wir haben die Tempest, ne? Ein Terminal. Besucherprotokoll. Was hat er mit dem Namen auf sich? Ich war mal mit Menschen zusammen, die auf Mythologie standen. Hausordnung. Was sie in ihrer Pritsche machen, ist ihr Bier, aber machen sie es leise. Kein Diebstahl, keine Gewalt, kein Mord oder Totschlag. Aufenthalt nur in ihrer Pritsche und in den Gemeinschaftsbereichen. Die Essenszeiten sind gesetzt, wer zu spät kommt, hat Pech gehabt. Wir behalten uns das Recht vor, sie jederzeit vor die Tür zu setzen. Gerne auch unsanft. Boil-Anmerkung, Bett, Wasser, Abendessen, Reiseproviant. Aha. Also, sind schon... Hatten scheinbar echt ein... Jetzt hier ist sich was aufgebaut, was gar nicht so schlecht läuft, ne? Also. Not so bad. Aber wir machen uns mal wieder auf den Weg zum Nomad. So, jetzt ist nur die Frage, machen wir hier noch was weiter? Ja, hier sind noch Leiche und Erinnerungsprotokoll. Das machen wir mal mit. Hier sind immerhin zwei Sachen direkt. Und hier kann man dann wohl irgendwann mal Aufklärungsposten, genau. Also mal gucken. Also ich denke, ich werde hier noch rumfahren, vielleicht den noch mitnehmen. Und dann fahren wir wahrscheinlich in der nächsten Folge, geht es dann wohl wieder zurück nach Kadera Port. Aber zumindest ein bisschen was machen wir noch. Würde sich für einen Außenposten der Initiative eignen, Pathfinder. Damit er langfristig erfolgreich sein kann, müssen sie allerdings das Problem der Wassertoxizität auf Kadera lösen. Die Frau, die hier das Sagen hat, hegt einen Groll gegen die Initiative. Ich bezweifle, dass sie es ihnen... Er scheint unter die Erde zu gehen. Ich hoffe, es gibt einen Weg darunter. Ansonsten brauchen wir einen echt großen Bohrer. Kann ich da schon was machen jetzt oder erst bei 40%, ne, oder so? Ja, also noch geht hier nichts. Dachte ich mir aber. Das werden wir später machen. Aber jetzt sammeln wir mal kurz das hier auf jeden Fall ein. Voila. Hep. Noch ein eidetischer Auslöser, Sam? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Das sind immer nette Quellen hier. Ja, also da geht's natürlich echt. Lass mal kurz da rumfahren, ob wir da reinkommen. Ein Lager mit Gesetzlosen. Wir sollten uns vorstellen.
Ist aber auch sehr nah an dem möglichen Außenposten, dieses Lager, ha? Brumm, brumm. Gucken, ob es hier direkt irgendwo runter geht. Sind wir nicht? Also noch sehe ich hier halt echt so gar nichts. Aber jetzt fahre ich dann erstmal in die Richtung hoch und hole mir den Erinnerungspunkt da oben noch. Und wenn der schon so komisch liegt, vielleicht ist da ja auch noch was. Das Utola schaue ich mir jetzt mal noch an. Wuppala. So, schauen wir doch mal. Sam, noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Ja, werde ich bei Gelegenheit natürlich machen. Und im Moment bin ich gerade am Gucken. Also ich denke, ich werde einfach mal schauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich gucke mich hier in der näheren Umgebung mal um, ob ich einen Eingang da finde. Wenn nicht, dann suchen wir den bei Gelegenheit. Also wir sehen uns entweder am Eingang wieder oder eben in Cadera Point. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.